Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sabine Lorenz, ich bin Schamanin, Channel Medium, natürlich auch dein Seelencoach und es ist mal wieder Zeit für ein Video, finde zumindest auch die Kitty. Und die Frage war das Thema Reichtum, Fülle, Wohlstand und vor allem, was kann in deinem Leben blockiert sein, warum du nicht vorwärts kommst oder immer wieder Geld verlierst und vor allem, was hat das Ganze auch noch mit Partnerschaft zu tun? Und das möchte ich heute einfach nur mal für euch erklären. Und zwar, es ist wirklich so, ich habe festgestellt, es kann ein Thema kann sein in der Vergangenheit der Familie. Vertreibung, Verfolgung, Enteignung. Also alles, was wir in unserer, ja, in der Vergangenheit hatten, kann sein Schlesien, Pommern oder man musste einfach zu Kriegszeiten Großeltern, Urgroßeltern einfach ja, einen Ortswechsel haben, haben vielleicht den Besitz verloren, haben immer wieder neu anfangen müssen. Und das kann ein Thema sein. Kann ein ganz großes Thema ist zum Beispiel auch das Thema Verlust von Ernährer, Versorger, Sohn, Stammhalter. Das heißt also, wenn du zum Beispiel eine Großmutter hattest, die vielleicht den Partner verloren hat, alleine dastand mit ganz vielen Kindern, auch und sich alleine versorgen musste, zu einer Zeit, wo eine Frau einfach nicht berufstätig war, kann es wirklich sein, dass du später in deiner Ahnenreihe beruflich nicht vorwärts kommst, vielleicht auch keinen Partner findest, um eine feste Partnerschaft einzugehen. Und ist auch meist so, dass eine Blockade generell auf der ganzen männlichen Ahnenreihe ist. Heißt, dass man vielleicht einen Bruder verloren hat, heißt, dass man vielleicht selber Blockade hat auf eigenen Kindern, ein Sohn gestorben ist, deswegen sage ich mal Ernährer, Versorger, Stammhalter. Ja, wenn zum Beispiel auch ein Sohn verstorben ist, dann kann es natürlich auch sein, dass das die ganze Ahnenreihe vollkommen durcheinander gebracht hat. Auch zum Beispiel zum Thema Erbschaft durcheinander gebracht hat. Das heißt, man vielleicht einen Hof an den nächsten Bruder weitergegeben hat oder natürlich auch an ein Mädchen weitergegeben hat. Dann wieder anders verheiratet wurde, um den Besitz aufrechtzuerhalten. Also ganz wichtig zu schauen, was war in der Ahnenreihe und wo stehst du heute? Das heißt, als Frau kann, wie gesagt, es dir deinen Erfolg blockieren, auch dir selber einen Partner vielleicht blockieren, der dich vielleicht auch finanziell unterstützt. Ums Versorgen, glaube ich, geht es heute gar nicht mehr, sondern wirklich zu sagen, einen Partner an der Seite zu haben, der einem im Leben, wie gesagt, unterstützt oder natürlich auch den eigenen Erfolg im Beruf, kann hier in der Vergangenheit begründet sein, dass du nicht vorwärts kommst. So, also schau mal in deine Anreihe, schau mal, was war bei den Großeltern, was war bei den eigenen Eltern, generell auch die Generation von mir, wo es um Scheidung und Trennung geht, vielleicht auch früher die eigene Mutter, die wiederum alleine war zu einer Zeit, wo man sagen kann, okay, es war schwieriger für die Frauen, eine Wohnung alleine zu bekommen oder sich auch hier um die Kinder zu versorgen. Das zieht sich meist durch wie Kaugummi, habe ich einfach festgestellt. Und das heißt, wenn wir für dich alles auflösen, für deine Ahnenreihe komplett rückwärts, dann bist du frei und kannst endlich mal in den Erfolg reingehen. Eine weitere Geldblockade kann zum Beispiel auch sein alte Kirchengelübde. Und damit meine ich ganz gezielt alles, was mit Nonne und Kloster zu tun hat. Wenn du in der Vergangenheit ein Armutsgelübde, Schweigegelübde, Keuchheitsgelübde abgegeben hast, dann hast du das Pech, dass du nicht nur eine Finanzbaustelle hast, sondern du hast keine Freunde, fühlst dich isoliert, bist für andere immer da, sorgst für sie, bekommst aber keinen Ausgleich und auch keinen Dank, weil es wird ja von dir erwartet und du hast auch keine Partnerschaft. Also auch das Thema könnten wir uns zusammen anschauen. Und wenn wir diese Themen nämlich letztendlich aufgelöst haben für dich, ja, dann kannst du Reichtum, Fülle, Wohlstand natürlich endlich mal annehmen. Und das gibt es natürlich entweder über die Energiespirale für dich, wo wir dich neu umprogrammieren, wo wir dann für dich Reichtum haben. Wir haben Fülle, wir haben materieller Fluss, wir haben den Strom des realen Geldes. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit der Gewinne, wobei ich persönlich immer denke, ich finde es persönlich nicht so realistisch. Ich finde es realistischer, dass du auf der Straße 50 Euro findest oder die Nebenkostenabrechnung du Geld zurückkriegst, halte ich für deutlich realistischer. Und heißt aber auch, dass hier auch nochmal die Programmierung für dich drauf ist, dass du neue Chancen wirklich nutzen kannst, neue Türen sich aufgehen, dass du Power hast, dass du Kraft hast, dass du Stärke hast, deine Wünsche und Ziele und Träume wirklich umzusetzen, damit du vielleicht nochmal einen neuen Job hast, vielleicht nochmal einen neuen Job angeboten kriegst,
vielleicht einfach auch mehr Stunden arbeiten darfst. Oder. Reichtum, Fülle, Wohlstand ist so vieles, was ist nicht unbedingt immer diese Million auf dem Konto, sondern dieser innere Reichtum, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, ist viel, viel wichtiger. Und es wird etwas mit dir machen, es wird jede meiner Spiralen löst immer die karmischen Verstrickungen auf, verändert dich und aktiviert dann das, was du dir wünschst. Und natürlich gibt es das Ganze auch noch als Kugel. Ich muss gestehen, ich habe die Originalkugel in Berlin vergessen. Aber ihr habt natürlich bei den richtigen Reichtumskugeln, habt ihr natürlich unten nicht meinen Namen, sondern den richtigen Text, nämlich der gleiche Text, der auch auf der Spirale hier drauf ist. Und dann kannst du also auch deinen Familiennamen nehmen oder vielleicht dein Stammbuch nehmen, dein Konto. Stand, also einfach deine Kontoauszüge, dein Geldbeutel, was auch immer es ist. Und du kannst es einfach draufstellen und damit die Energie auch verändern. Sei kreativ, arbeite für dich, arbeite vielleicht auch, wenn du eine Firma hast, wenn du dir wünschst, dass mehr Aufträge reinkommen, dann stell doch einfach deine Visitenkarte oder was auch immer es ist, dann drauf. Leg's dir neben die Kasse. Du wirst dich verändern, auch die Menschen, die bei dir einkaufen, vielleicht Fingernägel machen, Haare machen lassen, Kaffee trinken, was auch immer für einen Job du hast, ja, werden sich verändern. Weil wir hören doch so oft, ich kann mir das nicht leisten. Spannenderweise sind es meist die Menschen, die aber dreimal im Jahr in Urlaub gehen. Du veränderst dich, du veränderst deine Klienten, die Mangelenergie geht raus. Und wenn du dir Gutes tust und wenn du diese Kugel bei dir auch am Arbeitsplatz hast, wie gesagt, tust du ihnen auch Gutes. Also sei kreativ, lass die Vergangenheit los. Und ich habe hinter mir auch mal das Originalbild gestellt, dass man einfach auch mal sieht, dass die Bilder wirklich auch original von mir gemalt sind. Und wie gesagt, Reichtum, Fülle, Wohlstand, lass dich nicht limitieren, lass dich nicht begrenzen. Und noch eine ganz wichtige Geschichte, was mir einfällt, alte Glaubenssätze. Ihr kennt das von den Eltern, von den Großeltern. Wir können uns das nicht leisten. Wir können uns ein Auto nicht leisten, Urlaub nicht leisten. Wir können uns das nicht leisten. Warum eigentlich? Also raus aus der Limitierung und Begrenzung. Leb dein Leben, geh aus der Ahnenreihe raus. Wir haben jetzt diese tollen neuen Energien, wo jeder das manifestieren kann, was er sich wünscht. Wir gehen alle in diese neue Zeit und ich hoffe, du kannst dich erkennen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Seid kreativ. Wie gesagt, verändert eure Schwingung. Wühlt mal in der Ahnenreihe und guckt mal, was euch da begegnet. Wer mich möchte, ihr wisst, ihr kriegt mich bei Questico, ihr kriegt mich bei Astro TV. Schaut auf meiner Homepage nach, schaut auch bei Akasha nach mit meinen Energiewerkzeugen. Ich helfe dir sehr, sehr gerne und ich wünsche dir eine tolle Adventszeit. Alles Liebe und wir sehen uns. Mach's gut. Tschüss.